meine Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute gibt es ein leckeres Mittagessen. Wir machen uns eine Rösti-Pizza. Geht mega einfach. Wir brauchen nicht lange am Herd stehen, die Rösti einzeln abbraten, sondern können das Ganze auf einem Blech ganz entspannt in den Backofen schieben und haben hinterher ein fertiges, leckeres Mittagessen. Genau mein Ding. Ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir heute für 4 Portionen brauchen. Ihr wisst aber, ihr findet die ganze Info zum Rezept auch wieder unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, und als allererstes könnt ihr euch jetzt den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech, hier hinten ist es, mit Backpapier belegen. Beides habe ich schon gemacht. Das ist abgehakt. Und jetzt stellen wir uns die leckere Kartoffelmasse für die Rösti-Pizza her. Und dafür kommen 100 Gramm Käse in den Mixtopf. Ich habe jetzt einen Emmentaler gewählt. Ihr könnt aber auch einen Gouda nehmen, falls ihr den lieber mögt. Und in größere Stücke geteilt. 100 Gramm, wie gesagt. Deckel aufsetzen und 5 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinern. So, der Käse ist schön klein. Schaut mal. So sieht er aus. Den lassen wir gerade im Mixtopf drin. Falls euch hier was am Rand noch hängt, könnt ihr das kurz mit dem Spatel runterschieben. Und dann geben wir 500 Gramm Kartoffeln, geschält und in Stücke geschnitten. Vorwiegend festkochende Kartoffeln solltet ihr da wählen. Und die habe ich hier schon schön vorbereitet. Die geben wir, wie gesagt, jetzt dazu. Dann kommen 2 Zwiebeln halbiert mit ran, 2 Eier, 40 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, mache ich heute ausnahmsweise mal nicht mit meiner Pfeffermühle, sondern hier aus dem Streuer, das geht etwas schneller. Und einen halben Teelöffel Muskat. So, das war erstmal alles für die leckere Kartoffelmasse. Jetzt Deckel wieder aufsetzen und 4 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinern. Ja, schaut mal, die Kartoffelmasse ist fertig. So schön klein ist alles geworden und wurde gleichzeitig gut vermischt. Die geben wir jetzt auf unser vorbereitetes Blech. Ja, wie schon mit Backpapier belegt. Und zwar verteile ich jetzt die Masse gleichmäßig zu einem Rechteck, das ungefähr 30 auf 40 cm sein sollte, und streiche alles schön glatt. So, schaut mal, so sieht jetzt meine Rösti-Pizza aus. Die ist noch nicht belegt. Wir backen sie jetzt erstmal 12 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und nach dieser Zeit wird sie natürlich noch schön belegt. Also bleibt unbedingt dran. Bis gleich. Schaut mal, hier haben wir jetzt die vorgebackene Rösti-Pizza. Sie hat schon leicht Farbe bekommen und es duftet mega, mega lecker. So, aber wie gesagt, jetzt kommt ja noch der Belag drauf. Und zwar habe ich hier 6 Scheiben Bacon schon mal vorbereitet, indem ich sie in kleine Streifchen geschnitten habe. Also einfach die Baconscheiben schnappen und mit einem Messer in kleine Streifen schneiden und die jetzt auf der gesamten Rösti-Pizza verteilen. Ich mache es jetzt allerdings so, ich lasse ein Eckchen frei für die vegetarische Variante. Und jetzt packe ich noch 4 Eier drauf und zwar kommt
jeweils ein aufgeschlagenes Ei auf ein Viertel meiner Rösti-Pizza. So, mein Lieben, schade, das eine Eigelb, das klebte an der Eierschale innen fest, ist jetzt leider zerlaufen, aber ansonsten sieht die Rösti-Pizza so aus. Ich mache jetzt noch einen Hauch Pfeffer auf jedes Eigelb drauf. Und dann wandert die Rösti-Pizza nochmal für 15 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Und hier ist jetzt die fertige Rösti-Pizza. Schaut sie euch an. Sieht sie nicht einfach traumhaft aus? Rösti-Pizza mit vegetarischer Ecke, das ist doch perfekt. Bei mir habe ich sie jetzt 2 Minuten länger drin gelassen, bis sie so einen richtig schönen, knusprigen, braunen Rand bekommen hat. Und ja, da müsst ihr aber mal bei eurem Backofen eben schauen, wie der so backt. Es duftet auf jeden Fall so, so lecker hier in der Küche. Und ich freue mich jetzt riesig, wenn wir uns dann zum Mittagessen gleich drüber hermachen können. Ihr könnt es natürlich auch abends genießen oder falls ihr am Wochenende mal ein bisschen später aufsteht, zu einem leckeren Brunch. Ihr könnt jetzt noch etwas Schnittlauchröllchen oder Petersilie drüber geben, ganz wie ihr mögt und was ihr da habt. Rösti-Pizza mit vegetarischer Ecke. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Würde mich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr natürlich den Kanal weiter fleißig abonniert, teilt das Video sehr gerne. Und falls ihr jetzt Lust auf weitere Rezepte bekommen habt, schaut einfach hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!